ich jetzt? Zyklopen? Käfer? Mutter? All diese Monster müssen irgendwas bedeuten. Aber was nur? Eine Frauenleiche. Ich bin auch bald hinüber, wenn ich hier nicht rauskomme. Ich muss hier raus. Diese Tür ist der einzige Ausweg. Vorsicht, Max. Je näher Sie Ihrem Ziel kommen, umso gefährlicher wird's für Sie. Irgendeiner will Sie auf ewig hier behalten. Jemand, der alles tun würde, damit Sie die Klinik nicht verlassen können. Aber warum? Was habe ich denn getan? Ich kann nur sagen, dass es einen Untergang bedeutet, wenn Sie hier rauskommen. Aber Ihre Zeit ist kurz. Verschwenden Sie sie nicht mit Fragen an mich. Die Luft wird immer eisiger und bald schon muss ich in meinen ewigen Schlaf zurückfallen. Jetzt wird es auf einmal so kalt. Die Temperatur fällt. Sie wollen, dass Sie so einschlafen wie ich. Für immer. Für immer? Sie müssen diesem eiskalten Grab entfliehen und auch die anderen Geheimnisse lösen. Muss Tür öffnen, hier rauskommen. Was zum Teufel haben Sie vor? Wie bitte? Sie haben die Hälfte meiner Mitarbeiter entlassen und einen Großteil meines Budgets gestrichen, obwohl ich so knapp vor der Entdeckung eines Gegenmittels stehe. Ah, Ihre Forschungen. Darf ich Sie daran erinnern, dass Mercy gegründet wurde, weil mein Hope-Medikament erfolgreich war, nicht wegen Heilungsfantasien? Anstatt Ihre Kräfte auf ganz neue Wege zu verschwenden, sollten Sie mein Medikament weiterentwickeln. Ich dachte, das sei Ihnen klar, aber Sie sind wohl doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Na, ich denke, ich habe Sie durchschaut. Sie wollen gar keine Heilung. Alles, was Sie wollen, ist mehr Geld und Ansehen für Hope. Sie verdammter Bastard! Geben Sie meine Leute zurück! Ansonsten werde ich gehen! Ich nehme alle meine bisherigen Ergebnisse und mache eine eigene Firma auf, die wirklich helfen will, statt Geld zu scheffeln. Ich kann nicht fassen, dass Sie so schlecht von mir denken, Max. Sie übertreiben die ganze Sache und nehmen alles zu persönlich. Ihre Schwester ist nicht an DNAV gestorben. Ich... es tut mir leid. Na schon gut. Die Kürzungen sind statistische Notwendigkeiten. Denn es ist natürlich schwierig, Forschung gegen bewährte Behandlungsmethoden aufzurechnen. Schauen Sie, Sie brauchen Mercy nicht zu verlassen, um Ihr Projekt weiterzuführen. Ich schaue mir die Kurve nochmal an. Wir finden eine Lösung. Oh, mir schwindelig. Eine leere Messingurne. Streichhölzer. Dr. Morgan hat eine Büste von sich selbst? Wie überheblich. Ich brauche irgendwas, um durch diese Wand zu kommen. Eine Eisen... Eisen... Ja! Das riecht nach Benzin. Muss irgendwo ein offenes Ventil sein. Eine Rohrverbindung. Ein Wasserventil.
für Werkzeug? Ein Universal-Schraubenschlüssel. Wie setze ich dieses höllische Ding nur in Gang? Aha. Wie viele Leichen hier wohl verbrannt worden sind? Auf dem Schild an dieser Leiche steht 7. Igitt! Den ich kenne. Ein Glasauge. Das wird der Besitzer kaum mehr vermissen. Ein Das sollte das ganze Gebäude auftauen. Was machen Sie denn hier im Kühlregal? Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass ich auf dem Hof ein Nickerchen machte. Und dann wurde ich plötzlich in irgendein komisches Labor geschleppt. Auf dem Dach? Könnte sein, aber ich erinnere mich nicht genau. Es hat geregnet. Ja, Blut gerochen, Dr. Morgan war da, hat mich angeschaut und gesagt, ich sei zu alt für seine Zwecke. Ich glaube, er hielt einen Kopf in seinen Händen. Und dann muss ich in Ohnmacht gefallen sein. Die müssen gedacht haben, ich bin tot. Ja, und danach finde ich mich hier in dieser Schublade wieder. Ganz schön unheimlich. Da hat er ja wohl jeder Angst. Ja, verdammt richtig. Dunkel und eingesperrt in dieser furchtbaren Kälte. Ja, und dann das entsetzliche Kratzen. Was für ein Kratzen war denn das? Ich weiß nicht genau. Erinnere mich bloß an dieses furchtbare Kratzgeräusch. Ganz in der Nähe. In der Nähe? Draußen? Ja, schwer zu sagen. Wenn man in der Schublade liegt. Aber ich denke, es klang, als ob es aus einer anderen Schublade kam. War ein bisschen zu kühl da drin, hm? Zu kühl? Hab mir fast den Arsch abgefroren. Da bin ich eingenickt, bis Sie vorbeigekommen sind. Haben Sie die Heizung angestellt? Genau. Sehr angenehm hier drin jetzt. Ja, vielen Dank. Morgan? Und er hielt einen Kopf? Ich spür's bei meiner toten Mutter. Seine Arme waren voller Blut und er schwang den Kopf hin und her, während er redete. Und dann schrie er zwei Gehilfen an, weil irgendein Patient abgehauen war oder so. An mir erinnere ich mich nicht. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Diese Kratzer sehen nicht zufällig aus. Ob jemand was damit ausdrücken wollte? Und jetzt? Ein Glück.
Na, das Erlebnis hat mir wirklich die Augen geöffnet. Bringt eine Gravur zum Vorschein. Ein Name. Paul Stark. Krankenhausgärtner. Auf dem Stein steht Erik R. Macht euch an die Arbeit, ihr Würmer. Der Baum bewegt sich. Sprich zu mir, Baum, sonst werden Vögel in deinen Augen nisten. Was willst du von mir, Fremder? Normalerweise sitzt der Mann mit dem Glasauge, der zu mir spricht. Ich fürchte, er ist tot. Aber er hat eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen, die mich zu dir geführt hat. Wohlan! Und was willst du von mir? Wer bist du? Mein Name ist Malus Jonsis. Ich bin die Wache des Lichts, Beschützer des Gehölzes. Wie kannst du das Licht beschützen? Es ist überall. Du Narr! Das Licht befindet sich im Herzen der alten, mächtigen Krieger. Nur sie verstehen die Bedeutung wahrer Opfer. Das verstehe ich nicht. Was opferst du denn? Freiheit, Bewegung, Wachstum. Meine Glieder sehnen sich danach, sich in Richtung des Lichts auszustrecken. Doch muss ich bewegungslos hier stehen. Mein Stamm ist verwurzelt. Daran lässt sich nichts ändern. Warum muss das Gehölz bewacht werden? Gier, falscher Stolz und Boshaftigkeit. Diese menschlichen Eigenschaften bedrohen jegliches Leben. Deshalb darf ich niemanden passieren lassen, außer einem. Wen? Den Schöpfer. Den Schöpfer? Genau. Für ihn werde ich zur Seite weichen. Im Namen deines Schöpfers, Paul Stark, befehle ich dir, den Weg freizumachen. Paul Stark, der Schöpfer, er, der meinen Samen gepflanzt und mir Leben gegeben hat, in seinem Namen tue ich befohlen. Schönes, merkwürdiges Prisma. Es scheint das einfallende Licht zu bündeln. Sogar die Bäume hier sind nicht ganz normal. Auf dieser Seite steht Nummer 3. Die Sonne auf diesem Bild steht für den König auf seinem Thron. Ein kleiner Kreis unter diesem Zeichen symbolisiert, dass ihm die Welt zu Füßen liegt. Sieht aus, als ob jemand hier ein Bild herausgerissen hat. Schöner Eichenschreibtisch. Stabil.
ein schönes, warmes Licht durch. Schön? Ja, das Licht öffnet die Tür. Na Max, wie auch immer du mich gefunden hast, du bist zu spät. Ich gehe jetzt und lasse dich bei den Toten zurück. Zum Teufel, Morgan! Die Statue eines Aztekenkriegers sieht fast lebendig aus. Nummer 5 steht neben diesem Absatz. Die Zeremonien waren meistens sehr ausgewogen aufgebaut. Gesprochene Worte, visuelle Effekte und die Platzierung der Teilnehmer wurden so komponiert, dass eine Balance zwischen den zwei Elementen bestand. Der Schlüssel, um das Ding wieder zu aktivieren, scheint in der Benutzung der 5 Symbole zu liegen. Sieht aus wie ein Aztekenkalender, aber da stimmt was nicht. Da ist was angeschlossen. Das ist kein normaler Aztekenkalender. Ein paar Teile bewegen sich.